Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, ich bin zu Gast in Grafenwöhr bei Manuel Bauer, mein Teamkollege und sehr erfolgreicher Bodybuilder. Wenn ihr mehr wissen wollt, guckt mal bei Facebook bei ihm. An dich habe ich heute folgende Frage. Und zwar möchte ich auch von dir mal hören, was du meinen Zuschauern als Top 5 Supplemente empfehlen würdest. Also ich würde sagen, für den normal Fitnessbetreibenden, der grundsätzlich schon Muskeln aufbauen will und noch gar nicht supplementiert. Noch gar nichts supplementiert? Noch gar nichts. Mhm. Also das Wichtigste zuerst mal, würde ich immer empfehlen, als Basic sozusagen, ja, ein gutes Eiweiß. Mhm. In erster Linie ein Whey-Eiweiß, einfach aus dem Grund, ein Whey-Eiweiß ist ein schnelles Eiweiß. Manche nehmen ja auch langsame Eiweiße, die haben natürlich auch ihren Sinn, aber im Prinzip kannst du langsame Eiweiße immer gut auch abdecken durch Nahrung. Mhm. Deswegen immer ein schnelles Eiweiß, ja, einfach mal als Basic. Also ein klassisches Whey-Protein. Klassisches Whey. Muss auch für den Anfänger oder normal trainierenden reicht im Prinzip ein Whey-Konzentrat. Okay. Muss also kein Isolat oder Hydrolysat sein. Ja. Da reicht ein stinkeinfaches Konzentrat. Also das würde ich mal jedem empfehlen. Mhm. Dann was definitiv Sinn macht, ist BCAAs. Würde ich auch immer mit einbauen. Okay. Obwohl die ja im Whey schon mit drin wären. Die sind ja im Whey mit drin. Allerdings ist da der Einnahmezeitpunkt, den würde ich einfach anders gestalten. Also ein Whey-Eiweiß immer nach dem Training nehmen oder morgens, ja, direkt nach dem Aufstehen. Und die BCAAs mache ich persönlich, würde die im Training empfehlen. Man kann die auch kurz vorher nehmen. Mhm. Das macht auch Sinn. Auch wenn derjenige grundsätzlich genug isst? Ja, also da bin ich halt immer der Meinung, das ist natürlich ein riesen Extra-Thema im Prinzip, aber einfach mal kurz erklärt, lieber ein bisschen nüchtern ins Training gehen, ja, das ist im Prinzip besser und dann eigentlich die isolierten, also die 3-2-kettigen Aminosäuren dann während des Trainings nehmen. Also die BCAAs? Genau, die BCAAs. Mhm. Okay, Teil 3. Teil 3. Fischöl. Mhm, gut. Omega 3, also bringt jetzt wahrscheinlich nicht den unmittelbaren Erfolg in puncto Muskelaufbau, aber ich sehe Supplements immer nicht nur jetzt für den Muskelaufbau, beziehungsweise der Körper muss als Ganzer funktionieren, um auch Muskeln aufzubauen. Also genau, das darf man nicht vergessen, es gibt Leute, die nehmen jetzt Fischöl und sagen, tja, bringt mir aber keine Muskeln oder merke jetzt nicht, dass der Bizeps dicker davon ist, ja, aber man muss das als Ganzes betrachten. Deswegen ist ein Fischöl für mich absolutes Basic-Supplement. Wie viel Gramm so? Ich würde mindestens. Jetzt zuhören? Ja, jetzt zuhören. Also, weil die meisten nehmen ja immer nur eine kleine Kapsel oder zwei. Viel zu wenig. Ja. Also, das ist zu wenig. 10 Gramm? Was hast du? Ich würde eigentlich. Genau, 10 Gramm ist eine gute Menge, weil im Schnitt ist es so: bei 10 Gramm Fischöl haben wir in der Regel so 3 bis 4 Gramm reine Omega-3, also EPA, DHA. Mhm. Das ist der Gehalt immer so 30-40%, deswegen 10 Gramm Fischöl ist gut. Gut. Da wären dann, je nachdem, ob es 1000 oder 500 sind, 10 bis 20 Kapseln. Das ist eine ganze, ja, Menge. Ja, das ist schon ordentlich, weil viele sagen, was, ich kann doch nicht so viele Kapseln schlucken. Ja. Doch, Leute, sollt ihr, wenn es wirklich helfen soll, dann ruhig mal 20 Kapseln. Ja. Und dann auf 2 Gaben aufgeteilt, zur Normalzeit, richtig? Zur Normalzeit, ja, genau. Genau. Jetzt haben wir 3 anstelle 4. Ein gutes Vitamin A bis Z Produkt. Ja, okay. Würde ich persönlich auch immer nehmen, weil es bestimmte Vitamine gibt, die eben eine Schlüsselfunktion haben. Also erster fällt mir da zum Beispiel Vitamin D ein. Ja. Deswegen würde ich immer ein gutes A bis Z Produkt nehmen. Ist in Deutschland schwierig, sage ich ganz ehrlich, weil wir in Deutschland gewisse Richtlinien haben, viel zu niedrig dosiert. Mhm. Also da muss man sich auf dem amerikanischen Markt bedienen. Ja. Das ist einfach so. Aber das würde ich auf jeden Fall mit einbauen. Ja. Jetzt kommt Nummer 5. Als Nummer 5 würde ich noch einbauen mit... Sagt er noch Kreatin oder sagt er kein Kreatin? Ja, das denken jetzt die meisten. Ne? Ja, ich warte immer, dass Kreatin kommt. Ja. Also bevor Kreatin kommt, würde ich trotzdem noch... Magnesium. Auch nicht. Nein. Auch rauskommen, macht sich so spannend. Gute, schnelle Kohlenhydrate mit einbauen. Ah, okay. Für nach dem Training. Okay. Einfach um die Regeneration zu fördern, um Insulinausstoß zu erzielen, sind letztendlich wichtige Funktionen auch für Muskelaufbau, Aminotransport zu verbessern etc. Vorausgesetzt, du hast welche mit dazugenommen. Ja. Genau, deswegen haben wir ja die BCAAs. Ja, okay. Und das Whey-Eiweiß nach dem Training, deswegen würde ich da noch schnelle Kohlenhydrate mit hinzufügen. Was für Kohlenhydrate würdest du jetzt empfehlen? Ich persönlich schwöre auf entweder Wachsmalzstärke oder Vitago. Ich meine, Vitago ist ein Handelsname. Also sprich, ein hochmolekulares Kohlenhydrat, einfach aus dem Grund. Man könnte jetzt auch
Dextrose, Maltodextrin etc. nehmen. Das kann allerdings zu Magenproblemen führen, weil einfach die Verweildauer im Magen länger ist. Genau. Deswegen würde ich persönlich halt Wachsmalzstärke verwenden oder halt ja, sowas wie Tago in der Art. Ginge denn auch die gute Speisestärke aus dem Kaufland? Nö, das ist der gute Geheimtipp? Nö, also diese Speisestärke aus dem Kaufland ist, kann man nicht verwechseln mit einer Wachsmalzstärke oder Maisstärke. Geht doch schneller, ne? Genau, das ist einfach, das liegt an der Osmose und am Molekulargewicht. Deswegen ist das kein Vergleich. Okay. Also geht nicht schnell genug ins Blut. Ganz genau. Tja, haben wir denn überhaupt bei Best Body sowas im Programm? Ich glaube ja. Ja, Wachsimais. Wachsimais. Wachsimais ist, also das ist Amylopektin, das ist der größte Bestandteil der Stärke. Aha. Die Namen sind zum Teil etwas irreführend, weil es kein geschützter Name ist. Manche bezeichnen das als Wachsmalzstärke, andere als Amylopektin. Okay. Dann, wie ich gesagt habe, Vitago, was ein Handelsname ist, ist aber letztendlich nichts anderes als eine hochmolekulare Stärke. Ja. Das wären meine Top 5. Das ist prima. Vielen Dank an dich, Manuel. Gerne. Vielen Dank an euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann Manuel, dann schreibt ihr einfach mal über Facebook an oder schreibt es in die Kommentare rein, gebt mal einen Daumen hoch. Vielen Dank auch an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich hoffe, euch wurde geholfen. Ihr wisst schon, was ich meine. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.